hier! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh. Oh, hätte ich mal auf ihn geschossen. Wäre es explodiert. Wow, wow, wow. Ja, echt, fick dich, Alter. Was hat das mit uns zu tun? Spassi. Scheiße. Ja, ich habe zu lange überlegt. Was? Ash! Ash! Nein! Oh mein! Ach du Scheiße! Oh mein! Oh. Bist du okay? Scheiße, ich habe gesehen, dass im Hintergrund noch Fässer waren, wo ich hätte drauf schießen können und wollte mich umentscheiden. Bleib bei mir. Falsche Entscheidung. Mike, Ash, oh Gott sei Dank. Ash, was ist los? Sieht schlecht aus. Was meinst du damit? Mike, wo ist Chris? Oh nein. Oh Gott, Ash. Er war draußen und... Es tut mir so leid, Ashley. Was ist mit dem Alten? Keine Spur von ihm, ich glaube. Den hat's auch erwischt. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist es? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Ein paar haben überlebt, aber... etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Was ist das? Ash. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo.
Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn Leer dich gebissen hat. Ich weiß, was ich jetzt denke. Und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst oder nicht, das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike. Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn. Emily. Du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da ein Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, Em. Mike, bitte. Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nein. Nicht für uns. Nicht, tu das nicht. Es tut mir so leid. Jetzt nicht. Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Genau. Schnapp dir die Wendigo. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigo zu jagen. Ich bin der Einzige. Der Kerl ist ja richtig besessen. Hä? Ach so. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halte dich an diese Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft. Und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist, Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden. Oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Ihr wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon. Von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Cree. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur. Das hat alles eine lange Geschichte. Ja, und ich versuche sie vorzulesen. Geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Burg wurde den Cree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Cree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Cree sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen.
Er ist ein Jäger, wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen. Bleib immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer, das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt. Von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Weg befallen hatte. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems. Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaum. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Cree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Gut. Jetzt wurden ja einige Fragen beantwortet. Nein. Was ist denn? Was steht da? Hier steht, dass der Biss. Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. I'm sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Da steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr das nicht? Er hat mich nicht geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair, sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst tut hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Geht in Schlamm, tut mir Baby. Leid. Tut mir so leid. Scheiße. Shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Joshua, du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Puh. Weißt du noch letztes Jahr, hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Das war ein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Hä? Warum hast du sie verletzt? Es bist du selbst, den du verabscheust. Du hast es doch schon zugegeben. Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwester. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter.
Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor etwas, das schlimmer ist als der Tod selbst.